Ganz herzlich willkommen, Laura und Martin. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr euch sogar selber gemeldet habt mit dem Interesse, die moderne Hohenheimer Betriebsweise vorzustellen, weil das lag mir natürlich immer sehr am Herzen, so die verschiedenen Sichtweisen, Herangehensweisen, Betriebsweisen möglichst für die Teilnehmer mit dargestellt zu bekommen. Und deswegen habe ich mich auch über den Anruf damals besonders mit gefreut. Und alles Weitere zu euch beiden kannst du wahrscheinlich besser selber sagen, als wenn ich das hier vorstelle. Also herzlich willkommen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir das hier vorstellen können. Genau, ich hatte das ja auch so wahrgenommen, dass du eben so ein bisschen das gesamte Spektrum zeigen möchtest. Und ja, da haben wir gedacht, wir machen das mal. Also mein Name ist Martin Spiekermann. Ich bin im Vorstand vom Imkerverein Gelsenkirchen und einer der Referenten der Imkerschule in Gelsenkirchen. Und ja, mit mir zusammen hier ist Laura. Genau, ich bin Laura. Also erstmal hallo zusammen. Vielen Dank, Dirk, dass wir hier sein dürfen. Ich bin leidenschaftliche Imkerin und seit 2 Jahren jetzt auch Bienensachverständige und mache mit Martin zusammen den Imker-Einsteigerkurs in Gelsenkirchen. So, heute soll es einmal um die Vorstellung der modernen Hohenheimer Betriebsweise gehen. Wir imkern nach dieser Methode schon eine etwas längere Zeit und haben damit auch ja, ganz gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen haben wir mal beschlossen, dass wir das auch hier in dieser Runde vorstellen können. Vielleicht noch mal ganz kurz zu uns. Ja, ich bin Laura Welp. Wie gesagt, ich bin 1990 geboren, bin Ingenieurin seit 2017 und schon vorher war ich Imkerin, seit 2014 nämlich und wie gesagt BSV seit 2019. Und ich habe die Bienen zum Fressen gern. Wir hatten letztens mal wieder einen Sammelbrutableger und konnten nicht widerstehen, damit ein bisschen rumzuspielen. Ja, mein Name, ich hatte schon gesagt, Martin Spiekermann. Ich bin 1985 geboren, Fachinformatiker und Maschinenbauingenieur und ja, Imker seit 2014. Man könnte vermuten, dass wir zusammen mit dem Imkern angefangen haben und damit läge man richtig. Aktuell bin ich recht häufig in dieser Montur zu sehen, vielleicht nicht mit der dicken Jacke, aber mit Kamera und diversen Mikrofonen am Bienenstand, da ich letztes Jahr mit als einer der ersten scheinbar, oder auch mit Laura zusammen, waren wir einer der ersten, die eben so ja, die Imkerkurse auch online versucht haben zu gestalten. Und das hat ganz gut funktioniert und ja, so nach und nach kam da immer mehr Equipment dazu. Aber das soll gar nicht jetzt gerade Thema sein, sondern ja, wir wollen über die moderne Hohenheimer Betriebsweise sprechen. Und die ist ja, oder basiert auf einem Leitfaden zum Bienenhalten ohne Stress für Tier und Tierhalter. Das ist ein Zitat von Dr. Gerhard Liebig, der im Wesentlichen eigentlich diese moderne Hohenheimer Betriebsweise mitentwickelt hat, zusammen mit auch einigen anderen. Da gab es verschiedene Projekte, zum Beispiel das Betriebsweisen im Vergleich-Projekt, wo hier sehr viel daran gearbeitet wurde. Und ja, eben dieser Spruch, den fand ich ganz gut. Der steht auf dem aktuellen Buch von Gerhard Liebig, auf dem Einfach Imkern in der vierten Auflage. Und da ist eben auch, ich sag mal so, das Kompendium für diese moderne Hohenheimer Betriebsweise. Ich möchte hier einmal anfangen, so mit den Kernwerten, sage ich jetzt mal, der modernen Hohenheimer Betriebsweise. Das sind aus meiner Perspektive zum einen die Einfachheit und zum anderen eine hohe Fehlertoleranz. Die Einfachheit deswegen, weil man versucht, unnötige Arbeiten zu vermeiden und gleichzeitig nur die sinnvollen Maßnahmen durchzuführen und da aber auch den Erfolg kontrollieren und ganz wichtig, Erfolg kontrollieren können. Der andere Punkt, Fehlertoleranz. Wenn man gut arbeiten möchte, dann muss man in der Lage sein, seine eigenen Fehler identifizieren zu können. Und dazu gehört dann auch, Schadschwellen zu beachten. Und zum anderen, so ähnlich wie mit den sinnvollen Maßnahmen, geht es hier darum, wirksame Methoden einzusetzen. Wenn man dem Ganzen folgt, dann sinkt aus meiner Perspektive der Frust und die Effizienz steigt. Und das führt am Ende dazu, dass man mehr Spaß beim Imkern hat. Wir haben das große Glück, dass wir direkt mit dieser Betriebsweise angefangen haben und dadurch ja schon von Anfang an sehr erfolgreich imkern eigentlich. Trotzdem haben wir auch viele Fehler gemacht und machen auch heute noch Fehler. Wir wissen aber auch, dass der Fehler meistens bei uns liegt und sobald man die Fehler erkennt, kann man eben die Fehler verbessern und deswegen dann besser imkern. Und das führt dann dazu, dass man weniger Völkerverluste im Winter zum Beispiel. Genau, und da kommen wir direkt schon zum Einstieg. Genau, wenn man Völkerverluste hat, dann sollte man auf jeden Fall schauen, woran hat es gelegen und den gleichen Fehler nicht nochmal machen.
Und 95% der Völkerverluste im Winter zumindest sind auf zu hohen Varroa-Befall zurückzuführen. Deswegen fangen wir direkt mal so mit einem Thema an, was ja eine Kernkomponente hier ist. Woran ist mein Volk gestorben? Wenn ich feststelle, ein Volk ist gestorben, dann empfehlen wir oder empfiehlt eben auch Gerhard Liebig, die Fehler zu erkennen, zu verstehen und dann Fehler auch zu vermeiden. Wir haben hier rechts eine Grafik aus der Zeitschrift Die neue Bienenzucht. Diese Grafik wurde von Pia Aumeier erstellt. Und hier, das ist eben eine Diagnosehilfe, um zu verstehen, okay, woran könnte mein Volk gestorben sein? Brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht so ganz im Detail eingehen, aber wir können uns ja mal hier mal so Sachen angucken. Wenn man als Imker so ein Bild sieht, ist es relativ klar, was da passiert ist. Hier stecken sehr, sehr viele Bienen sehr tief in den Zellen drin. Das Volk ist verhungert. Die Bienen versuchen, den letzten Rest aus den Zellen zu kratzen und letztlich gab es dort aber nichts mehr. Genau, und so ja, sieht es dann eben auch schon mal aus, wenn ein Volk verhungert ist. Das sieht so ein bisschen aus wie eingefroren. Also hier, ich hoffe, man kann das erkennen, also die Bienen bewegen sich einfach nicht mehr. Dieses Volk ist leider auch verhungert. Hier sieht man auch ein verhungertes Volk, was aber zusätzlich auch noch einen Varroa-Schaden sehr wahrscheinlich hatte. Hier ist so ein ganz typisches Bild, das eben noch ja, sehr spät gebrütet wurde. Man sieht hier so ein paar stehen gebliebene Brutzellen und hier unten in dem Bereich. Und das ist eben auch sehr typisch dafür, dass ein Volk eben zu viele Varroa-Milben hatte. Sieht man dann auch häufig daran, dass irgendwie verkrüppelte Bienen im Boden liegen oder auch Bienen, wo eben Varroa-Milben drauf sind. So, gehen wir mal zu den schöneren Themen. Genau, gehen wir mal weg von Hilfe, mein Volk ist gestorben, zu dem Gesamtüberblick. Was machen wir mit den Völkern, die überlebt haben? Wir haben hier mal so eine Gesamtgrafik, was so übers Jahr bei der modernen Hohenheimer Betriebsweise passiert. Die Betriebsweise nutzt zwei Bruträume, das heißt, spätestens ja, im Frühjahr, wenn die Saalweide blüht, wird der zweite Brutraum aufgesetzt auf Völker, die nur in einem Brutraum überwintert haben. Wichtig ist es eben auch im Frühjahr, den Futtervorrat nochmal zu überprüfen. Wenn man schwache Völker hat, kann man die Völker eben auch sanieren, indem man die Überabsperrgitter auf andere, stärkere Völker aufsetzt und da eine gewisse Zeit lang von der Kirschblüte bis von der Saalweidenblüte bis zur Kirschblüte so eine Art Doppelfolg führt und ja, zum anderen erweitern, hatte ich schon gesagt. Wobei dann auch die zweite Erweiterung kommt, also einmal die Erweiterung auf den zweiten Brutraum, falls es einzeilige Völker sind und dann zur Kirschblüte wird der Honigraum aufgesetzt, also es wird nochmal mehr Platz gegeben. Gleichzeitig kommt zur Kirschblüte auch ein Baurahmen hinein. Das ist ein Rahmen, in dem die Bienen dann Drohnenbrut anlegen können, den wir später sozusagen ernten können, um die Varroa-Milben-Population gering zu halten. Genau, und bevor wir den Honigraum aufsetzen, entnehmen wir auch überflüssiges Winterfutter. Also wir schauen, dass die Völker immer noch genug haben, so etwa 4 Kilo, aber das, was da drüber geht, das nehmen wir raus und bewahren es auch für die Ablegerbildung, die dann in Kürze folgen wird. Genau, dann können wir hier direkt schon zum nächsten gehen, Völkerführung in der Schwarmzeit. Da geht es vor allem darum, eben zu verhindern, dass unser Volk schwärmt. Denn ein Volk, was abgeschwärmt ist, das bringt keinen Honig mehr oder nur noch sehr, sehr wenig. Gleichzeitig schauen wir eben jedes Mal, ist der Drohnenrahmen schnittreif? Das heißt, ist die Drohnenbrut verdeckelt? Dann werden wir die entnehmen. Um die Völker direkt beschäftigt zu halten, bilden wir Ableger. Dadurch wird dann auch die Schwarmlust gesenkt. Und wir kümmern uns um die Völkervermehrung und Königinnenaufzucht. Und ganz wichtig dann auch die Behandlung der Ableger mit Oxalsäure, weil das führt ganz häufig dazu, dass wir dann später im Sommer keine Ameisensäurebehandlung bei den Ablegern durchführen müssen. Ja, ich habe letztens einen schönen Vortrag vom Dr. Otto Böcking gehört, der sagte, wenn man Honigbienen hält, hat man direkt noch ein weiteres Haustier, nämlich auch die Varroa-Milbe. Und ja, da hat er irgendwo ein Stück weit recht mit. Und deswegen ist es eben auch sehr wichtig, dass man ein Konzept zur Bekämpfung von der Varroa-Milbe direkt in seine Betriebsweise mit integriert. Im Sommer geht es weiter mit ja, Honigernten, Pflege der Jungvölker und da auch sozusagen das erste Mal eine Gemülldiagnose machen, um identifizieren zu können, wie viele Milben sich ungefähr im Volk befinden.
Wir sehen hier im oberen Bereich auch nochmal, wie die Kisten sozusagen in der Situation aufgebaut sind. Wir starten im Jahr entweder mit einer eintagigen oder zweitagigen Kiste. Dann wird über Absperrgitter der Honigraum aufgesetzt, gegebenenfalls auch nochmal ein zweiter Honigraum. Und hier haben wir jetzt nochmal diese Kurven oben, die Anzahl der Bienen und die Anzahl der Brutzellen. Im Frühjahr ist es so, dass die Anzahl der Brutzellen recht früh die Anzahl der Bienen im Bienenvolk übersteigt und dann die Bienen eine Zeit lang sehr kurzlebig sind. Wenn man regelmäßig Populationsschätzungen macht, ja, kommt man eben drauf, dass die Bienen im Frühjahr nur eine relativ kurze Lebenszeit haben. In dieser Zeit ist die Varroamilbe meistens kein Problem oder wird nur in seltenen Fällen zu einem Problem. Aber jetzt hier im Sommer sehen wir diesen Brutknick. Da geht die Anzahl der Brutzellen sehr stark nach unten. Aber es sind immer noch sozusagen eine gewisse Anzahl an Varroamilben im Volk. Und hier passiert jetzt Folgendes, dass einfach viel mehr Brutzellen mit Varroamilben sozusagen befallen werden, weil es auf einmal weniger Brutzellen, aber immer noch so viele Varroamilben. Und da entstehen dann sozusagen auch die Probleme für die Völker. Aber das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Wir gehen hier erstmal nochmal weiter Richtung Spätsommerpflege. Genau. Gerhard Liebig sagt, das Bienenjahr fängt an mit der Spätsommerpflege. Denn dann werden die Voraussetzungen geschaffen, im nächsten Jahr gute Völker zu haben, gesunde Völker zu haben. Und die Spätsommerpflege ist also wirklich eines der wichtigsten Sachen in der Imkerei. Und wenn das passt, dann läuft der Rest auch. Und zur Spätsommerpflege gehört eben die Gemülldiagnose. Also wir schauen, wie viele Varroen sind im Volk. Wir müssen die Varroa-Zahlen minimieren. Dazu nutzen wir zum Beispiel Teilen und Behandeln, was ein super angenehmes Verfahren ist. Das erklären wir gleich auch noch. Und wir füttern die Völker auf. Da geben denen so viel Futter, wie die brauchen, nachdem wir ja den Honig entnommen haben. Und führen nach Bedarf eine Ameisensäurebehandlung durch. Da kommen wir gleich eben auch noch zu diesem Thema Schadschwellen. Es ist wichtig zu beachten, wie viele Varroamilben befinden sich ungefähr im Volk, um zu entscheiden, ist eine Behandlung nötig oder nicht. Wenn man feststellt, dass eine Behandlung nicht notwendig ist, dann wird diese Behandlung auch nicht gemacht. Durch die Ameisensäurebehandlung kann ich ein Volk eben auch schädigen. Alle, die schon mal mit Ameisensäure gearbeitet haben, werden das sicherlich schon mal gesehen haben. Kommen wir gleich aber nochmal im Detail zu. So, und dann kommen wir zur Überwinterung. Da geht es weiter mit Gemülldiagnose. Also hier in dieser Betriebsweise empfehlen wir empfiehlt auch Gerhard Liebig, von sozusagen Ende Juli bis zum Dezember hin in regelmäßigen Abständen eine Gemülldiagnose zu machen, um sich über den Verlauf des Varroa-Befalls zu informieren und auch gut informiert zu sein. Im Winter auch hier wieder eine Schadschwelle oder eine Schwelle, über der wir versuchen, Bienenvölker rüberzuheben, ist, dass wir eine ausreichende Anzahl an Bienen im Bienenvolk haben, um eine möglichst große Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Überwinterung zu haben. Deswegen vereinigen wir schwache Völker und zum anderen auch wieder ein Punkt, um eine möglichst hohe Überwinterungsquote zu erreichen, ist, dass wir alte Königinnen austauschen. Die Königinnen werden in der Hohenheimer Betriebsweise maximal 1,5 Jahre alt. Die Königinnen aus den Wirtschaftsvölkern werden im Oktober gegen junge Königinnen ausgetauscht. Diese jungen Königinnen bekommen wir dadurch, dass wir eben schwache Völker vereinigen. Man kann das auch grundsätzlich machen, dass man eben zum Ende des Jahres immer 2 Ableger, die man je Wirtschaftsvolk erstellt hat, vereinigt. Dann kann man eine Königin ernten, die in dieses Volk tun und gleichzeitig führt das zu einer Verdopplung der Völkerzahl. So dass man noch ein bisschen Backup hat, falls dann doch mal ein Winterverlust eintritt. Und der letzte wichtige Punkt in der modernen Hohenheimer Betriebsweise ist dann noch die integrierte Wabenhygiene, sodass hier systematisch, man sieht das hier an der Kistendarstellung, im Spätherbst wird die unterste Kiste, also der untere Brutraum, wird entfernt und eingeschmolzen, um das Wachs wieder zurückzugewinnen, um einen eigenen Wachskreislauf aufzubauen und da wieder Mittelwände herzustellen für den Honigraum im nächsten Jahr. Der ist zu dem Zeitpunkt in der Regel brutfrei. Also wir schmelzen keine Brut ein, sondern entnehmen die dunklen Waben ohne Brut und können die dann einfach einschmelzen. So, soweit erstmal zum Gesamtüberblick. Und jetzt
gucken wir uns mal so die einzelnen Elemente ein bisschen weiter im Detail an. Ich habe hier nochmal so die Kernbausteine der modernen Hohenheimer Betriebsweise aufgeführt. Die Folie ist jetzt ein bisschen voll, nicht abschrecken lassen. Hier habe ich einfach versucht, einmal so alle Kernpunkte mal hier zusammenzutragen. Aus unserer Sicht ist das ein einheitliches Rähmchenmaß, sodass ich Brutraum, Honigraum, Ableger, Jungvölker alle auf dem gleichen Maß habe. Hier wird mit zwei Bruträumen gearbeitet, weil das an bestimmten Stellen Vorteile bietet. Zum anderen wird mit Absperrgitter gearbeitet, sodass ich die Honigernte mit einer Bienenflucht durchführen kann. Zudem benötigen wir einen offenen Gitterboden, der dazu führt, dass wir auch die Varroa-Windel über die gesamte Bodenfläche einschieben können. Also durch den offenen Gitterboden können die Varroa-Milben durchfallen, sodass sie dann auf dieser Windel identifiziert werden können. Zur Jungvolkbildung bilden wir eben Brutwabenableger oder Sammelbrutableger. Und ein wichtiger anderer Punkt ist auch noch die Populationsschätzung. Die ist nicht dringend notwendig, aber die hilft, einige Sachen zu verstehen und hilft auch dabei, wenn man beispielsweise Ableger bildet, die mit der richtigen Anzahl an Brutzellen und Bienen zu bilden. Durch diese Nutzung von zum Beispiel zwei Bruträumen ist es möglich, Schwarmverhinderung durch diese Kippkontrolle zu machen und dann anschließend, wenn man feststellt, okay, Kippkontrolle positiv, dass man dann die Zellen bricht. Zum anderen ein Kernpunkt ist die Drohnenbrutentnahme während der Schwarmzeit, um die Varroa-Milbe sozusagen zu der Zeit einfach etwas in Schach zu halten und sich schon darauf gut vorzubereiten, was in der zweiten Jahreshälfte eben folgt. Der nächste Punkt, Teilen und Behandeln der Wirtschaftsvölker im Spätsommer. Eine sehr elegante Methode, womit man um die Nutzung von Ameisensäure zu einem sehr, sehr großen Teil drumherum kommt. Dann der nächste Punkt, Gemülldiagnose, hatten wir vorhin auch schon in der Übersicht, ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Betriebsweise. Und zum Abschluss hätten wir noch die bedarfsabhängige Varroa-Behandlung. Es gibt einige Betriebsweisen, die eine Varroa-Behandlung nach Termin sozusagen vorschreiben. Und das führt häufig zu Schwierigkeiten. Deswegen hier ganz klar, ganz wichtig, bedarfsabhängig behandeln. Nur behandeln, wenn wirklich notwendig. Und dann behandeln wir mit Oxalsäure, wenn das Volk keine Brut hat. Oder wenn Brut vorhanden ist und die Bienen behandelt werden müssen, dann behandeln wir mit Ameisensäure verdunstern. So, Populationsschätzung ist ein wichtiger Punkt oder eine Möglichkeit, womit man sehr gut Bienenvölker einschätzen kann. So, wie funktioniert die Populationsschätzung? Man teilt es ein Rähmchen in 8 Teile, in 8 gleich große Teile. Und in jedem Achtel sind dann eine bestimmte Anzahl von beispielsweise Bienen oder Brutzellen oder Drohnen oder auch Pollen und auch Honig. Und bei Zander ist es jetzt, in einem Achtel sind 125 Bienen, wenn ein Achtel voll besetzt ist. Und somit kann man dann relativ leicht die Bienenmenge schätzen, wenn man es richtig macht. Ich habe am Anfang immer dazu geneigt, die Bienenanzahl zu überschätzen. Und beim ersten Blick auf diese Wabe hätte ich dann vielleicht gesagt, okay, das sind irgendwie 500 Bienen oder so. Aber das sind es bei weitem nicht. Also wenn man jetzt sagt, ein Achtel ist mit Bienen besetzt, dann wäre wirklich das ganze Achtel schwarz. Und ich habe jetzt links oben mal gezählt, das sind 55 Bienen. Also das heißt, es wäre nicht ganz ein halbes Achtel. Deswegen würde ich sagen, wenn man das jetzt alles zusammenschiebt, dann kommt man vielleicht so auf 3 Achtel. Also nochmal einen kurzen Schritt zurück. Diese Methode zur Populationsschätzung nennt sich Liebefelder-Schätzmethode. Das wurde in der Schweiz entwickelt. Wenn man danach sucht, findet man auf jeden Fall auch sehr viel Material. Und auch, um so eine Selbstkontrolle zu machen, gibt es auch verschiedene Schätzbilder mit Tabellenmaterial, um sich selbst einfach nochmal ein bisschen in dieser Methode zu üben. Genau, da gibt es nämlich den Spezialkurs Populationsschätzung, den findet ihr auf www.piaaumeier.de und der ist wirklich super hilfreich. Also da sind irgendwie bestimmt mindestens 30 Bilder, an denen man das dann üben kann und sich selbst kontrollieren kann. Um Sicherheit oder um diese Methode erstmal gut durchführen zu können, nimmt man einfach zum Beispiel ein leeres Rähmchen, was man noch irgendwie über hat und dann einfach ein paar Gummibänder und dann hat man schon so ein Schätzrähmchen fertig. Hier unten ist nochmal eine Tabelle, wo für die verschiedenen Maße, die so üblich sind, die Achteleinheiten aufgeführt sind. Und mit dieser Methode hat man eben eine sehr gute Möglichkeit, um schnell zu erfassen, wie stark ist zum Beispiel mein Bienenvolk gerade. Oder wenn man Jungvölker bildet oder Ableger bilden möchte, habe ich genug Brut, um jetzt so einen Ableger zu bilden.
Und auch haben die Bienen genug Futter, dafür kann man es auch nutzen. Zum Beispiel auf dieser Wabe sieht man jetzt einiges an Futter und ist auch Bienenbrut vorhanden und es gibt eine Menge Bienen. Wenn man jetzt die Bienen schätzt, das sind jetzt vielleicht, ich weiß nicht, was sagst du, 3/8? Boah, wenn wir alle zusammenrücken. Wichtig ist auch bei den Achteln hier unten, dieser freie Bereich, den darf man natürlich nicht mitzählen. Ja, also hier von diesen beiden Achteln unten rechts fehlt hier unten schon so ein kleines Stück. Ich sag mal, das ist irgendwie ein Sechstel oder so, fehlt da schon. Ja, also selbst wenn jetzt hier auf der Wabe komplett Bienen sitzen würden, müsste ich ein bisschen was abziehen, um die Bienen nicht zu überschätzen. Die Brut kann man da jetzt nicht so gut schätzen, deswegen kann man die Wabe abschütteln. Und dann kann man auch die Brut schätzen. Das sind dann etwa 2/8. Ja, also etwa 800 Brutzellen, die verdeckelt sind. Aber das erstmal nur wichtig einfach. Es ist eine gute Methode, die einem an ganz vielen Ecken hilft. So, gehen wir weiter. Ein anderer Punkt, einheitliches Rähmchenmaß. Hatte ich hier schon auf dieser Übersichtsfolie auch drin. Durch das einheitliche Rähmchenmaß ist es sehr einfach, Wabenhygiene zu machen. Durch das Rähmchenmaß ist es einfach, Ableger ohne Rähmchenwechsel zu Wirtschaftsvölkern zu entwickeln. Wenn ich im Vergleich dazu mit Mini Plus, verschiedenen anderen Rähmchenmaßen noch zusätzlich arbeite, muss ich da immer irgendwelche Umstellungen machen. Dadurch kann ich dann aber hier auch direkt die Königinaufzucht integrieren, wenn ich überall das gleiche Rähmchenmaß habe. Und jederzeit Futterwaben ist überhaupt kein Problem. Ich kann einfach aus dem oberen Brutraum mal so eine Randwabe rausnehmen und zack, habe ich eine Futterwabe. Um Ableger zu füttern zum Beispiel. Die Vorteile davon sind, dass ich in Summe Krankheiten vermeiden kann durch die Wabenhygiene, dass ich weniger Materialvielfalt habe, also ich muss weniger verschiedenes Material vorhalten und Lagerplatz schaffen und sowas alles. Und ja, wenn man keine irgendwelche alten bebrüteten Waben lagern muss, hat man auch weniger Wachsmotten. Dann starten wir nochmal bei der Erweiterung zur Saalweinblüte. Und ja, da wird ja hauptsächlich Pollen eingetragen, wobei hier die Biene hat eher Rapspollen im Kopf. Ne? Das war kein Saalweinblütenpollen. Ne? Genau. Die Völker wachsen zur Saalweidenblüte, beziehungsweise die Brutanzahl wächst. Und da sieht man dann an den Fluglöchern, es wird Pollen eingetragen. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir uns sehr freuen, weil wir wissen, es geht bald wieder los mit der Bienenarbeit. Genau, also wenn die Völker einzagig waren, bekommen die jetzt die zweite Zage und wachsen dann fröhlich vor sich hin. Die zweite Brutraumzage wird typischerweise, wenn man eben nichts anderes da hat, mit Mittelwänden gegeben, die dann aber normalerweise auch recht zügig ausgebaut werden. Und hier rechts sieht man dann so eine schöne, helle, frisch ausgebaute Mittelwand mit schön viel Brut. So, wenn die Süßkirsche blüht, dann geht's los mit der Tracht. Und dann wissen wir, wir können jetzt den Honigraum bald aufsetzen. Oder nicht bald, sondern direkt. Und da werden wir dann überflüssiges Futter entnehmen für die Ableger, wie gesagt, und den Baurahmen einsetzen. Hier ist auch ein Baurahmen zu sehen, der wird relativ schnell ausgebaut, wenn die Völker stark sind. Und dann geben wir ein Absperrgitter und darüber den Honigraum. Das Absperrgitter ist eben dafür da, dass die Königin nicht in den Honigraum kann und dort keine Eier legen kann. Hier nochmal ganz kurz, warum zwei Bruträume? Wir hatten das vorhin schon, Wabenhygiene. Ein anderer Punkt ist, und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Fehlertoleranz, mit den zwei Bruträumen habe ich fast immer ausreichend Futter. Gerade in diesem Jahr war zumindest hier in Nordrhein-Westfalen ein sehr verregnetes Frühjahr und dadurch hatten viele Probleme mit hungernden Völkern. Bei zwei Bruträumen war das Problem zumindest kleiner. Auch da gab es das ein oder andere Volk, was vielleicht nochmal einen kleinen Schuss Futter benötigte. Aber durch diese zwei Bruträume habe ich da relativ viel Platz, um auch Futter da drin zu haben. Und der andere Punkt ist eben die Klippkontrolle. Dadurch kann man dann wirklich sehr, sehr schnell die Schwarmkontrolle durchführen. Das habe ich gerade eben noch gemacht bei 4 Völkern in 20 Minuten und eins von denen war sogar schwarmlustig. Und durch diese Klippkontrolle kann man ganz schnell erkennen, wie gesagt, sind die schwarmlustig, aber auch gibt es schröpffähige Brutwaben, weil durch das Schröpfen können wir verhindern, dass die in Schwarmlust geraten und dadurch können wir Ableger bilden und wir können den Drohnenrahmenzustand bewerten. Und wenn der noch unausgebaut ist oder noch nicht verdeckelt ist dann und wir nicht schröpfen wollen, dann wissen wir, okay, jetzt ist nichts mehr zu tun, dann klappen wir wieder zu und sind fertig mit der Kontrolle für die Woche. So kann das Ganze aussehen. Genau, Kippkontrolle heißt eben einfach, wir schauen zwischen dem unteren und dem oberen Brutraum einmal rein. Und hier
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Kippkontrolle funktioniert nur, wenn man einigermaßen sicher Eier erkennen kann. Hier in dieser Zelle, die hier abgebildet ist, hier ist ein Ei drin. Also schwarmlustig, also müssen einmal alle Waben gezogen werden. Warum geben wir den Drohnenrahmen oder warum geben wir diesen Baurahmen? Damit können wir eine kontinuierliche Varroa-Reduzierung während des Frühjahrs hinbekommen. Zum anderen sind die Bienen beschäftigt, ja, weil sie regelmäßig irgendwas ausbauen müssen und junge Brut aufziehen müssen und sowas alles. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich die Drohnenrahmen schneide, kann ich direkt auch noch ein bisschen Wachs für mich gewinnen. Du hast hier gerade die Varroa, da ist die Kamera. Wir haben hier so eine 3D-gedruckte, ist natürlich deutlich größer als die echte. Und ein weiterer Punkt ist noch, dass ja die Drohnenmaden wohl sehr gut schmecken sollen. Das habe ich ja selber keine Erfahrung mit, weil ich die nicht so gerne esse, aber grundsätzlich finde ich das toll, dass man Insekten auch essen kann. Hier habe ich mal ein Foto gemacht von so einer ausgebauten Drohnenwabe, die jetzt durch Zufall wesentlich nur auf einer Seite bestiftet und dann eben auch später verdeckelt wurde. Und hier kann man sehr schön sehen, diese ganzen schwarzen Punkte, die man hier sehen kann, das sind alles Varroamilben. Und die kann man dadurch, dass ich dann den Drohnenrahmen schneide, wenn er verdeckelt ist, kann ich die eben aus dem Volk rausholen. Da sind die Varroamilben. Häufig bekommt man, wenn man Drohnenbrut schneidet, zu hören, dass es dann nicht genug Drohnen im Volk gibt. Das hier ist ein Bild von einem unserer Völker. So, und ich hoffe, ihr habt alle auch die Drohnen schon erkannt. Ja, also an Rand, Ecken, Kanten und so weiter werden eigentlich immer genug Drohnen aufgezogen, auch wenn man mal, also wenn man jeden Drohnenrahmen schneidet. Und wir schneiden den Drohnenrahmen alle 2 Wochen. So etwa 4 Drohnenrahmen pro Volk pro Jahr ernten wir. Wobei man auch 8 Drohnenrahmen ernten könnte, wenn man 2 Drohnenrahmen gibt. Das geht auch. So, warum benutzen wir ein Absperrgitter? Durch die Nutzung des Absperrgitters haben wir keine Brutwaben im Honigraum. Die Vorteile, die daraus entstehen, sind, dass wir eine Honigernte mit der Bienenflucht machen können. Die Bienenflucht funktioniert nur ordentlich, wenn keine Brut im Honigraum ist. Und dadurch habe ich dann eben eine deutlich bienen- und auch aufwandsärmere Honigernte. Der dritte Punkt, ganz wichtig für uns, ist, dass wir Heißluft entdecken können. Also das Entdecken mit dem Heißluftföhn, das geht sehr schnell, aber nur auf unbebrüteten Waben. So, zur Schwarmzeit, Kippkontrolle hatten wir schon. Gleichzeitig machen wir natürlich auch Ablegerbildung und schneiden regelmäßig den Drohnenrahmen. Hier ist mal so ein Bild, wo sozusagen die Kippkontrolle ganz klar positiv ist. Ja, wir sehen hier rechts eine Schwarmzelle, die schon mit ordentlich Gelee Royal gefüllt ist. Und eine Made liegt auch drin. Auch eine Made liegt drin, genau. Die anderen Zellen hier sehen auch schwer nach Schwarmzellen aus. Wenn ich in der Kippebene nur Spielnäpfchen sehe, also nur leere Näpfchen, dann mache ich das Volk einfach direkt wieder zu und kann zum nächsten Volk und weiterarbeiten. Aber leer bedeutet kein Ei drin. Also das ist halt wichtig. Manchmal sehen die Zellen auch leer aus, obwohl dort ein Ei drin ist, weil das Ei wird trocken gelagert, sage ich mal. Hier habe ich nochmal eine Brutwabe fotografiert, wo ja eben auch die Kippkontrolle positiv war. Und man sieht hier, dass eben in der Nähe des Unterträgers besonders viele Schwarmzellen eben angelegt wurden. Und hier auch ganz typisch Drohnenbrut in so einer Ecke. Das ist auch nicht ungewöhnlich, aber dadurch haben wir eben auch genug Drohnen und wir müssen uns da keine Sorgen machen. Die Schwarmzellen sind häufig auch mal an der Seite versteckt. Ja, und damit man diese Schwarmzellen am Rand auch erkennen kann, muss man eben, wenn die schwarmlustig sind, jede Wabe ziehen. Und auch abschütteln. Um die besser zu erkennen, kann man die dann abschütteln. Diese Schwarmzelle zum Beispiel, die zu sehen ist, die ist relativ gut versteckt. Wenn da viele Bienen drauf sitzen, dann verpasst man die. Deswegen unbedingt abschütteln. So, wenn dann doch mal ein Schwarm abgeht, was wir natürlich vermeiden oder versuchen, das zu vermeiden, kann es ja schnell mal passieren, dass ein Schwarm hier oben sitzt, einer ganz, ganz hoch im Baum. Das war mindestens 6 Meter hoch. An so einen Schwarm kommt man schlecht dran. Deswegen gehört zur Hohenheimer Betriebsweise Schwarmverhinderung. Ja, weil dieser Schwarm, wenn er hoch im Baum sitzt, der ist verloren. Links haben wir einen Schwarm gefangen, so kann das aussehen. Der kommt dann in die Beute, wird da eingeschlagen und dann kann es zu einem Völkchen wachsen. Wenn ein Schwarm nicht gefangen wird vom Imker, dann stirbt er häufig schon im ersten Winter an Varroa.
Das heißt, ja, wenn Völker nicht schwärmen lassen und wenn man mal einen Schwarm irgendwo sieht, dann entweder selber fangen oder jemanden anders damit beauftragen. Dann der nächste wichtige Punkt, Ablegerbildung und Königinnenaufzucht. Wir bilden sehr viele Brutwabenableger. Die bestehen aus einer Brutwabe, die mindestens 12/8 verdeckelte Brut hat. Ja, wieder Liebefelder Schätzmethode. Dann sollen da mindestens 2000 Bienen drin sein, also 16/8. Dann bekommen die noch eine Mittelwand und eine Futterwabe. Dann wird so ein Ableger 4 Wochen lang weggestellt. Ja, am besten nicht anfassen. Ja, dann funktioniert das immer besser, wenn man da nicht so häufig reinguckt. Und wenn man nach 4 Wochen wiederkommt, schaut man sich den an. Meistens ist dann eine begattete Königin da. Man kann den direkt einmal mit Oxalsäure einsprühen, um sozusagen direkt den Varroa-Befall niedrig zu halten. Und ja, dann kann das langsam übers Jahr zu einem Jungvolk heranwachsen. Zum anderen eine Methode, die sich so ab ungefähr 6-7 Völkern lohnt, ist Sammelbrutableger zu bilden. Und auch die mit einer integrierten Königinnenaufzucht. Also ich sammle ab 6 Brutwaben, die mindestens jeweils 6/8 Brut pro Seite haben, sammle ich zusammen. Nach 9 Tagen komme ich wieder, entferne alle Nachschaffungszellen. Dann wird ein Zuchtrahmen eingehängt, wo ich umgelarvt habe aus anderen Völkern, die ich ja, für nachzuchtwürdig halte und versuche so eben auch direkt Königinnen aufzuziehen, um Jungköniginnen zum Austausch zu haben für Altvölker und eben auch weitere Jungvölker zu produzieren. Die Vorteile, wenn ich regelmäßig Brutwaben entnehme, ist zum einen Schwarmvorbeugung und zum anderen Völkervermehrung. Ja, ich habe dann Backup für Winterverluste und ich sagte gerade schon, die eigenen Jungköniginnen zum jährlichen Umweiseln und ja, manchmal kann man auch noch ein Volk verkaufen. Ja, wenn man erfolgreich imkert, dann verdoppelt sich jedes Jahr die Völkerzahl. Deswegen, irgendwann möchte man wahrscheinlich keine Völker mehr haben und also nicht mehr Völker haben und dann kann man auch welche abgeben. An die Leute, die viele Winterverluste haben zum Beispiel. Ja, zu dem Umlarven, also wenn man einen Sammelbrutableger bildet, muss man eben auch umlarven. Das ist am Anfang nicht ganz einfach, aber mit ein bisschen Übung dann doch sehr gut machbar. Und dazu nutzt man so Beißelbecherchen, in denen man dann eine junge Made, die maximal 3 Tage alt ist, besser 1 oder 2 Tage hineinlegt und die Bienen werden dann diese Larve zu einer Königin heranziehen. Genau, grundsätzlich keine Angst vorm Umlarven haben, einfach probieren. Genau, man kann ja auch mit 10 Larven anfangen, wenn man irgendwie nur eine braucht und dann einige werden dann schon überleben. So kann das dann aussehen, ist leider ein bisschen unscharf, ja, wenn dann so ein Zuchtrahmen mit vielen angenommenen Königinnen da ist. Hier sieht man jetzt ein bisschen viel Verbau, weil der ja in einer Trachtsituation entstanden ist. So, ja, und dann kann es auf einmal so aussehen, dass man da jede Menge Kisten rumstehen hat mit ganz vielen Jungvölkern. Wobei da jetzt auch viele Kisten bei waren, in denen mehrere Jungvölker drin waren, zum Beispiel 4er-Böden oder 2er-Böden. Genau. Was ganz wichtig ist bei den Ablegern, ist Räuberei vermeiden. Oder auch bei den Wirtschaftsvölkern. Aber Wirtschaftsvölker haben weniger das Problem, weil die stark genug sind, um das Flugloch gut zu verteidigen. Bei den Ablegern muss das Flugloch dann klein gehalten werden, um zum Beispiel sich gegen Wespen, aber insbesondere auch noch viel mehr gegen andere Bienen zu wehren. Also Flugloch klein halten, dann klappt das auch mit den Wespen. Und anderen Bienen. Und dann kommt die Honigernte. Genau, hier nochmal der Punkt Honigernte mit der Bienenflucht, Heißluft entdecken oder eben ja, Entdeckungsgabel schleudern, sieben und Honig lagern. Ich hatte vorhin schon gesehen, warum geht das Heißluftentdecken nur mit unbebrüteten Waben? Das Heißluftentdecken funktioniert nur, wenn ein kleines Luftpolster unter dem Wachsdeckel ist. Und dieses Luftpolster scheinen die Bienen nur dann anzulegen, wenn die Waben unbebrütet sind. Bei bebrüteten Waben ist häufig dieses Luftpolster nicht drunter und dann klappt es nicht mit dem Heißluftentdecken. Dann muss der Honig auch noch irgendwann abgefüllt werden. Und wichtig beim Honig ist auch, dass der nur eine geringe Feuchtigkeit hat, also maximal 20%, besser 18% maximal. Und dazu kann man das Refraktometer bedienen. Und dann kann man ganz vielen verschiedenen Honig ernten und sich daran erfreuen. Aber den am besten nicht auf der Fensterbank lagern, sonst gibt es einen UV-Schaden. Oh. Das ist nur fürs Foto. So, dann kommen wir mal zum Kern der Sache Spätsommerpflege. Wenn man Gemülldiagnosen macht und sich über den Befallsgrad in seinen Völkern informiert, dann kann man eine sehr hohe Erfolgsquote bei der Überwinterung
erreichen. Bei Bedarf Ameisensäurebehandlung noch besser teilen und behandeln und dann eben die Völker entsprechend auffüttern, sodass sie gut durch den Winter kommen. Hier rechts ist einmal so eine Grafik, die aus dem Deutschen Bienenjournal ist, dass hier ja die BIV-Projektimpfer, das ist das Betriebsweisen im Vergleich-Projekt, was maßgeblich mit zu dieser modernen Hohenheimer Betriebsweise geführt hat, dass die Imker deutlich weniger Winterverluste hatten als so der bundesdeutsche Schnitt. Wie ist es jetzt mit der Gemülldiagnose? Pro Jahr kommen circa 15 Tage diese Varroa-Schublade in die Völker rein. Nicht ständig drin lassen. Das führt dazu, dass die Ameisen genau wissen, wo es immer Futter gibt und einem immer die Varroa-Binden leer machen. Wenn man ja beginnt, kommt die immer so 3 Tage ins Volk rein, nicht nur einen Tag, damit man einen schönen Durchschnittswert hat und dann eben nochmal im Dezember rein, aber auch während einer Ameisensäurebehandlung, um den Behandlungserfolg zu erfassen. Und jetzt kommen wir zu den Schadschwellen. Ganz wichtig, im Wirtschaftsvolk im Juli sollten nicht mehr als 10 Milben pro Tag fallen. Später im Jahr, wenn die Anzahl der Brutzellen weiter schrumpft, geht sozusagen auch diese Schadschwelle nach unten. Wenn im September 5 Milben pro Tag bei einem Wirtschaftsvolk fallen, dann sollte das Volk dringend behandelt werden. Bei den Ablegern bzw. Jungvölkern ist die Grenze ein bisschen niedriger. Bei beiden kommt es am Ende im Dezember auf 1 Milbe pro Tag runter. Aber durch die Oxalsäurebehandlung bei der Ablegererstellung ist es häufig nicht nötig, im September zu behandeln. Genau, Jungvölker werden bei uns häufig gar nicht erst behandelt, weil die durch die Oxalsäure schon auf einem niedrigen Level sind. So, Gemülldiagnose, wie sieht das aus? Ja, so eine Windel da rein, wir haben da so Striche drauf, damit man ein bisschen einfacher hat zu zählen, falls mal ein paar mehr Milben drauf sind. Und hier ist es eben auch wichtig, Milben erkennen zu können. Ja, Milben sind die ovalen Dinger und nicht irgendwelche braunen Brösel. Häufig, wenn die Milbe auf dem Rücken liegt, kann man eben auch noch hier die Beine sehen. So, wie machen wir die Varroa-Behandlung? Entweder, indem wir die Völker brutfrei machen und dann mit der Oxalsäure behandeln. Oder wenn ein Volk Brut hat und es ist eine Behandlung notwendig, dann mit einem Ameisensäure-Vakuum-Dispenser, zum Beispiel eben den Liebig-Dispenser. Es gibt aber auch noch andere Vakuum-Dispenser, die da sehr gut funktionieren. Ich mag Ameisensäurebehandlung gar nicht. Manchmal muss es sein, aber teilen und behandeln finde ich wirklich viel, viel besser. Das liegt daran, dass die Ameisensäurebehandlung auch die Brut schädigen kann. Und insbesondere, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat und dann bei sehr heißen Temperaturen die Ameisensäurebehandlung durchführt, dann kann es auch sein, dass ein Großteil der Brut stirbt. Und bei uns ist es einmal vorgekommen, dass das Volk infolge einer Ameisensäurebehandlung abgehauen ist. Das sieht man auf der rechten Seite. Also da ist quasi ein kleiner Schwarm infolge der Ameisensäurebehandlung. Das war im Oktober, da war es aber sehr, sehr heiß. Der ist abgegangen. Den haben wir wieder eingefangen und dann haben die auch überlebt, aber sehr, sehr schwach. Und ja, also Ameisensäure ist häufig ein Problem. Und deswegen ist eine Möglichkeit der Betriebsweise zur Vermeidung einer Ameisensäurebehandlung das Teilen und Behandeln. Dadurch macht man nämlich das Volk brutfrei. Wie gesagt, Ameisensäure wirkt in die Brut, Oxalsäure wirkt nicht in die Brut. Das heißt, Oxalsäure können wir nur anwenden, wenn keine Brut vorhanden ist. Und das ist eben dann die Methode der Wahl, dieses Teilen in ein Brut und ein Brutvolk und ein Flugling. Genau, also das Volk wird, ein Wirtschaftsvolk wird aufgeteilt in einen Flugling mit der alten Königin. Der Brutling darf dann einfach eine Königin nachschaffen. Interessanterweise ist der Begattungserfolg im Sommer typischerweise höher als bei Jungvölkern. Und dann brutfreie Völker kann ich wetterunabhängig mit Oxalsäure gegen die Varroa behandeln. Dadurch habe ich eine sehr einfache Möglichkeit, um den Varroa-Befall zu verringern. Gleichzeitig die Möglichkeit, meinen Völkerbestand nochmal zu verdoppeln im Juli, August. Und andererseits kann ich bei entsprechender Tracht eine Wald- oder Heidehonigernte noch aus dem Brutraum machen. Der andere Punkt, der auch durch das Teilen und Behandeln geht, ist eine vollständige Wabenhygiene. Ich kann hier alle Waben dann aus dem Volk rausführen, sozusagen, dadurch, dass ich eben gezielt die Waben brutfrei mache. Also alle dunklen, bebrüteten Waben. Genau. Und wenn ich mir Völker, wie kann man die Völker wieder vereinigen? Dann hat man sehr, sehr starke Völker am nächsten. Wie funktioniert das? An Tag X wird das Volk geteilt in Fluglingen mit Königin und waiselosen Brutlingen. Dann komme ich 2 Tage später wieder und behandle den Flugling mit Oxalsäure, sprühen. Und dann 21 Tage später komme ich zum Brutling. Dort ist dann alle Brut geschlüpft.
meistens auch schon die Königin. Und dann kann ich den eben auch nochmal mit Oxalsäure sprühen, kann gegebenenfalls direkt die Wabenhygiene machen und habe dann hier zwei Völker, die beide eine legende Königin haben und ja, kann die dann auffüttern für den Winter. Oder, wie Laura gerade schon gesagt hat, Rückvereinigung. Wabenhygiene. Ja, Wabenhygiene heißt eben, wir nehmen die dunklen Waben raus und das machen wir jedes Jahr und dadurch werden die Waben nicht älter als 1,5 Jahre im Volk. Und diese Wabenhygiene führt eben dazu, dass wir Krankheiten vorbeugen. Und vorbeugen ist immer besser als heilen. Genau. Das gilt auch bei den Bienen. Und das geht eben zum Beispiel durch Teilen und Behandeln. Oder wenn man Teilen und Behandeln nicht durchführt, dann kann man in der Regel den unteren Brutraum entnehmen, weil der im September brutfrei ist. Königinaustausch haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Je älter die Königin wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Königin im Winter stirbt. Und wenn die Königin im Winter stirbt, dann hat man typischerweise ein massives Problem, weil die Bienen vielleicht noch in der Lage sind, über eine Nachschaffungszelle oder ja, stille Umweiselung oder so eine neue Königin ranzuziehen. Aber im Winter ja, ist halt schlecht mit Begattung und deswegen tauschen wir systematisch die Altköniginnen aus gegen junge Königinnen. Hier sieht man gerade eine, haben alle die Königin entdeckt, ich hoffe. So kann das Ganze aussehen, wenn die Königin eben im Oktober ausgetauscht wird. Hier hinten liegt das Kästchen mit der Königin. Im Oktober ist der Austausch von Königinnen meistens problemlos möglich. Also da die Bienen nehmen fast jede Königin sehr, sehr gut an, im Gegensatz zu einem Königinnenaustausch ja, im Sommer oder im Frühjahr. Genau, weil die im Frühjahr oder Sommer selber von ihrer Brut, also von ihren Genen nachziehen wollen. Und im Oktober ist das nicht mehr möglich, weil gar nicht mehr so viele Drohnen dann vorhanden sind. So langsam kommen wir zum Ende. Einwinterungsstärke beachten. Hier sind wir sozusagen wieder bei einer Art Schadschwelle. Um eine möglichst erfolgreiche Überwinterung zu machen, sollte ein Bienenvolk mindestens 5000 Bienen haben. Das kann ich zum Beispiel über diese Liebefelder-Schätzmethode bestimmen. Wenn ich Völker habe, die weniger als 5000 Bienen haben, dann werden die vereinigt. Und dann habe ich eben diese überzähligen Jungköniginnen. Man sieht hier nochmal in der Grafik, ist auch in der neuen Bienenzucht erschienen, hier ist aufgetragen die Anzahl der Bienen im Oktober und dann die Anzahl, hier die Farbe, die Anzahl der Bienen bei der Auswinterung im März. Und hier sieht man, ab 5000 Bienen sind nur noch ein sehr kleiner Anteil der Völker tot oder mit sehr wenig Bienen. Wenn man unter 5000 Bienen ist, dann ist hier dieser Anteil an sozusagen sehr, sehr schwachen Völkern schon extrem erhöht. Und deswegen hier wirklich darauf achten, starke Völker überwintern. Wie stark? 5000 Bienen. Oder mehr. Einfütterung machen wir typischerweise mit Weizenstärke-Sirup. Da ist halt wichtig zu beachten, dass da ordentlich Schwimmhilfen und sowas drin sind, damit die Bienen nicht ertrinken. Und auch hier wieder Kontrolle. Ja, ist meine Maßnahme erfolgreich? Man sollte das Gewicht dann nach der Einfütterung auch kontrollieren. Ja, und besser zu viel geben als zu wenig. Aber dabei darauf achten, dass man die Bienen nicht totfüttert. Totfüttert bedeutet, es gibt so viel Futter, dass die keinen Platz mehr zum Brüten haben. Das darf auch nicht sein. Genau. Und dann, ja, so als fast letzter Akt im Jahr kommt dann eben die Restentmilbung im Dezember mit Oxalsäure träufeln, möglichst in einem brutfreien Zustand und wenn es eben relativ kühl ist. Wobei hier in den letzten Jahren, dadurch, dass es häufig noch lange warm war, gab es immer noch kleine Brutnester im Dezember und da hat man festgestellt, dass selbst bei einem kleinen Brutnest trotzdem der Behandlungserfolg von dieser Restentmilbung relativ gut ist. Und damit kann man dann recht gut mit gesunden Völkern ins neue Jahr starten. Und auch bei der Oxalsäurebehandlung gilt vorher und nachher Gemülldiagnose, um den Erfolg der Behandlung zu überprüfen. So, dann sind wir einmal durchs Jahr gegangen. Wir haben mit dieser Methode sehr, sehr viel Spaß beim Imkern und deswegen wollten wir die hier einmal vorstellen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören und ja, ich habe im Chat schon gesehen, einige Fragen sind hier schon durchgerasselt. Ja, genau. Ganz vielen Dank erstmal. Also das Erste ist, wenn ihr die Kippkontrolle macht und es sind keine Stifte in den Spielnäpfchen, lasst ihr die Spielnäpfchen stehen. Ja, die lassen wir in der Regel stehen. Also wenn wir die nicht stehen lassen, dann bilden die sehr, sehr schnell wieder neu. Zum einen und zum anderen
wenn wir die immer wegmachen, dann kann das auch sein, dass die dann irgendwann die doch eher im Brutnest und nicht an der Randunterseite anlegen. Und dann könnte es halt sein, dass wir die nicht direkt sehen, wenn dann doch ein Ei drin ist. Hier ist Katharina, hallo. Und zwar wollte ich wissen, wenn ihr die Kippkontrolle durchführt, dann habe ich gesehen, hattet ihr die obere Zarge gekippt, die untere Zarge in dem Moment ja nicht. Ist das dann unnötig, die untere Zarge zu kippen? Weil da wird es ja dann schon schwierig, da müsste ich ja die obere runternehmen. Genau, ich versuche, kann man hier sehen, was ich hier reinmale? Vielleicht muss ich eine andere Farbe nehmen. Und zwar ist ja das Brutnest, bildet sich ja so als Kugel hier drin. Ja. Und die Kippkontrolle nutzt jetzt hier die Situation aus, dass hier im Zentrum der Kugel Ecken und Kanten sind. Und ja. Bienen machen besonders gerne eben diese Schwarmzellen an Ecken und Kanten im Zentrum des Brutnestes. Und deswegen brauche ich also nur die obere Zarge anzünden, weil eben hier in dieser Kippebene, dadurch, dass ich da durch die Rähmchen, Enden, Ecken und Kanten habe, bilden sich dort meistens auch die ersten Schwarmzellen. Oder zumindest bilden sich dort Schwarmzellen, wenn auch irgendwo anders welche drin sind. Gar nicht bis an die untere Kante hier reicht, brauche ich hier mir die untere Kante gar nicht angucken, weil die sozusagen nicht mehr Teil des Brutnestes ist. Das heißt, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass die Schwarmzellen zuverlässig immer unten hängen und alles, was auf Flächen gebildet wird, sind dann wirklich auch Nachschaffungszellen und die lasse ich dann auch logischerweise stehen. Ah, nee, dann muss ich da nochmal nachfassen. Oder Laura, du hast da schon... Diese Kippkontrolle und wenn wir dann eine Schwarmzelle mit Ei sehen, das ist für uns der Indikator. Dann wissen wir, die sind schwarmlustig. Und dann nehmen wir das ganze Volk auseinander, gucken einmal jede Wabe an und brechen alle Zellen, die aussehen wie Schwarmzellen oder Nachschaffungszellen. Also alle weißen Zellen werden dann gebrochen. Aber eine Nachschaffungszelle zu brechen, könnte das in dem Moment nicht gefährlich sein, weil ich dann vielleicht tatsächlich eine Königin entfernen würde, die gebraucht wird, weil das Volk keine mehr hat. Also ich hatte jetzt vor kurzem mal nämlich auch tatsächlich die Unterscheidung gelesen, Schwarmzelle, Nachschaffungszelle und Spielnäpfchen. Und da wurde quasi vermittelt, dass man gesagt hat, dass man ja die Nachschaffungszellen schon stehen lässt, um im Zweifel dann auch eine Königin zu haben, wenn eine fehlt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt nie gleichzeitig Schwarmzellen und Nachschaffungszellen. Das heißt also, wenn ich Nachschaffungszellen sehe, die lasse ich dann im Zweifel immer stehen, wohingegen ich Schwarmzellen grundsätzlich brechen würde, also je nach Anordnung dann eben. Auch da gibt es wieder sozusagen eine Möglichkeit, um etwas mehr Fehlertoleranz da reinzubekommen. Wenn man sich jetzt unsicher ist, dann kann man einfach kontrollieren, ob es Eier gibt. Wenn es Eier gibt, dann könnte ich ja im schlimmsten Fall auch die Nachschaffungszellen, richtig, weil die Bienen auf jeden Fall noch die Möglichkeit hätten, dann wiederum nachzuschaffen. Deswegen, am besten, also die einfache Variante ist, kontrollieren, ob es Eier gibt. Wenn es Eier gibt, mache ich im Volk erstmal alles weg. Ein wichtiger Punkt ist aber vielleicht noch, ich habe vorhin gesagt, man muss den unteren nicht ankippen. Aber wenn die Schwarmkontrolle sozusagen positiv ausgefallen ist, dann müssen auch die Rähmchen im unteren Brutraum durchgeguckt werden. Passiert auch manchmal, dass die Bienen sich hier mitten auf der Wabe so einen kleinen Balkon anbauen und da eine Schwarmzelle hinmachen. Also nur weil das mitten drauf ist, heißt es nicht unbedingt, dass das eine stille Umweitung oder Nachschaffung ist. Manchmal, irgendwie die Kante gerade schön war, dann machen die das dort. Ja, hallo, ganz kurz, ich hätte nur eine Frage. Zwecks Milchsäure, Oxalsäure für die Sommerbehandlung. Verwendet ihr oder wie, was haltet ihr von der Milchsäure? Ich habe jetzt mal gehört, dass hier der Wirkungsgrad nicht mehr so toll sein sollte und deswegen soll man die gar nicht mehr verwenden oder wie ist da eure Aussage dazu? Genau, du hast es schon beantwortet. Also der Wirkungsgrad von der Milchsäure ist nicht so gut wie von der Oxalsäure. Mhm. Der Grund, warum das immer noch überall oder an vielen Stellen eingesetzt wird, ist, dass Oxalsäure-Sprühen sehr lange nicht erlaubt war. Das ist jetzt erst seit 3 Jahren, glaube ich, zugelassen. Und seitdem macht fünf oder also auf jeden Fall noch nicht so lange. Seitdem es zugelassen ist, macht es auf jeden Fall Sinn, die Oxalsäure zu benutzen zum Sprühen, weil die eben wirksamer ist. Ich glaube, 95% der Milben werden dann. Also sprüht ihr dann die Oxalsäure nur oder träufelt sie auch bei der Sommerbehandlung? Im Sommer sprühen wir nur. Da wirkt die Träufelbehandlung nicht so gut. Okay. Die Bienen sitzen im Sommer nicht eng genug und dadurch scheint sich beim Träufeln das nicht gut auf die Bienen zu verteilen. Und deswegen kann man im Sommer oder eben im Frühjahr ist die Zeit der Ablegerbildung,
kann man besser sprühen. Also dann einfach die Waben aufnehmen und die Bienen einmal so zack, kurz einsprühen. Okay. Also ähnlich wie bei der Milchsäure. Genau, im Endeffekt genauso verwenden wie die Milchsäure. Ja. Und da vielleicht, du hast vorhin einen ganz netten Punkt gesagt, die Milchsäure wirkt nicht mehr so gut. Nee, leider hat die nie so richtig gut gewirkt. Die hatte immer nur 75% Wirkungsgrad ungefähr, was die Milben angeht. Aber 75% ist viel besser als nichts. Aber heutzutage darf man Oxalsäure sprühen. Einfach 3%ige Oxalsäure, zack, sprühen und dann hat man da einen sehr guten Behandlungserfolg. Über 95% der Milben können damit aus dem Volk entfernt werden. Okay, aber danke. Darf die Behandlung grundsätzlich nicht sowieso nur in der honigfreien Zeit durchgeführt werden? Das war eigentlich immer so mein Leitfaden, den ich gelernt hatte, dass es hieß, dass Behandlungen grundsätzlich immer nur nach der Ernte erlaubt sind, egal jetzt welche. Ja, da müssen wir jetzt auseinanderhalten. Wirtschaftsvölker und Ableger oder Jungvölker behandeln mit der Oxalsäure-Sprühbehandlung die Jungvölker, machen erst im nächsten Jahr Honig. Und dann beim Teilen und Behandeln werden die Wirtschaftsvölker behandelt, auch mit Oxalsäure-Sprühen. Aber auch da ist dann keine Honigernte danach mehr. Ja, in dem Zusammenhang hatte ich direkt zwei ergänzende Fragen. Das eine, ihr hattet mal relativ am Ende erwähnt, dass man dann diese nach Teilen und Behandeln noch die Heidetracht oder Waldhonig ernten könnte. Das war genau der Punkt, der in die Richtung ging, weil dann dürfte ja vorher auch nicht behandelt worden sein. Oder hatte ich da was falsch verstanden? Nee, vollkommen richtig. Ja, kommt nochmal hin. Hier stand das drauf, ne? Wald- oder Heidehonigernte auch aus Brutraum möglich. Das bezieht sich dann eher auf den Brutling. Der wird ja erst nach 21 Tagen behandelt. Das heißt, wenn ich das zeitlich so time, dass sozusagen der Honig nach Möglichkeit reif zum Schleudern ist, kurz bevor ich den behandeln muss, dann kann ich eben den Wald- oder Heidehonig aus dem Brutling rausholen, gebe dann sozusagen entweder die Waben wieder zurück, um noch den Rest von den Bienen aufnehmen zu lassen und kann die Bienen dann mit Oxalsäure behandeln. Gut, danke. Und das Zweite war nochmal zu der Oxalsäure. Man hat ja früher gesagt, gerade bei dem Träufeln, jede Biene sollte nur einmal im Leben mit der Oxalsäure in Berührung kommen. Beim Oxalsäureverdampfen schadet das wohl auch nicht, wenn man das häufiger macht. Wie ist denn das jetzt beim Besprühen damit? Also besprühen auch nur einmal, nicht mehrfach besprühen. Aber die Königin kriegt das ja dadurch beim Besprühen ab und dann im Winter bei der Träufelbehandlung im dümmsten Fall nochmal. Das ist ein guter Punkt. Wüsste ich jetzt, also sagen wir mal so, häufig ist es so, dass wir die Königin runternehmen, wenn wir die Jungvölker besprühen, weil wir sozusagen Königin zeichnen und Volk mit Oxalsäurebehandlung so in einem Arbeitsgang machen. Das heißt, wenn das Jungvolk besprüht werden muss, ist es ja noch relativ klein. Und dann kann ich die Königin sehr, sehr gut entdecken, nehme die Königin runter, zeichne die, packe die kurz in den Käfig, lege die an die Seite, besprühe das Volk und dann packe ich die Königin wieder rein. Dadurch hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viele Erfahrungswerte, was jetzt die Besprühung der Königin sozusagen angeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die beim Träufeln relativ gut geschützt ist, weil die ja in der Bienentraube sitzen im Winter und die Königin ist ja immer von vielen Arbeiterinnen umgeben. Vielleicht halten die Arbeiterinnen dann auch die Oxalsäure von der Königin so ein bisschen fern zumindest, sodass da kein ganzer Tropfen Oxalsäure drauf fällt. Meine Frage ist tatsächlich dahingehend, bei einem starken Volk, will ich mal sagen, oder einer Königin, die wirklich gar nicht aufhört, Eier zu legen, ja, dieses Teilen, Brutwaben rausnehmen, das praktiziere ich tatsächlich auch so. Aber wenn das einfach nicht aufhört zu wachsen, ich meine, ich kann ja nicht unentwegt da irgendwelche Waben rausziehen, habe ich da irgendwo ein bisschen so ein Limit, habe ich da so ein Zeitfenster, wo man das empfiehlt, wo man sagt, hol die raus oder lass sie dann lieber drin? Was wisst ihr darüber? Also wir fangen typischerweise an mit quasi dem ersten ausgebauten Drohnenrahmen. Wenn der erste Drohnenrahmen ausgebaut ist und wir den schneiden, dann kommt häufig auch die erste Brutwabe zur Ablegerbildung aus dem Volk raus. Das ist dann meistens irgendwo Ende April oder sowas. Und dann durchaus im, ich sag mal, 2 bis 2,5 Wochen Abstand nehmen wir
eine volle Brutwabe raus aus dem Volk. Das heißt, es kann durchaus mal auch irgendwie 6-7 Stück oder sowas sein, bis zum Ende der Schwarmzeit am 23., also bis zur Sommersonnenwende. Wow, echt? Aber schüttelt den Kopf. Ja, ich habe gerade... Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, man muss doch irgendwie auch den Schlüpfzyklus berücksichtigen. Ich meine, wie lange braucht eine Biene, bis sie schlüpft? Ich kann doch da nicht ständig Waben rausholen. Dann habe ich doch irgendwann mal, vielleicht schlimmstenfalls in der Zeit, wo Nektareintrag ist, keine Bienen mehr, oder? Ja, wenn du möglichst wenig Einbußen beim Honigertrag haben möchtest, dann würde ich natürlich entsprechend auch weniger Waben schröpfen. Du hast gerade nachgeschaut in unsere Zahlen. Genau, ich habe gerade in die Aufzeichnung vom letzten Jahr geschaut und wir haben durchschnittlich so 4 Brutwaben entnommen pro Volk. Das ist aber auch eher schon viel, also 3, ich würde so 3 empfehlen, 3 bis 4. Und dann macht sich das auch fast nicht beim Honigertrag bemerkbar. Okay. Ja gut, das, also 3, da bin ich einig. Das halte ich mir jetzt fest. Danke. Wobei, vielleicht auch da, ich möchte wirklich empfehlen, das nicht, ich sag mal, einfach nur nach dem vorher festgelegten Plan zu machen, sondern in das Volk reinzuschauen, wie viel Brut, also ne, wenn Waben da sind, wo viel Brut drauf ist, dann das rauszunehmen, ja, und nicht irgendwie dumpf nach Terminkalender oder so. Ja. Ist schon klar, das habe ich soweit verstanden, ja. Tatsächlich schröpfen wir auch Völker, die böse sind, öfters. Der bösen Völker schröpfen wir öfter, damit wir bei der Schwarmkontrolle, wenn die mal schwammlustig sind, weniger Bienen im Volk haben und dann weniger häufig gestochen werden. Dabei sind. Wobei wir, wenn wir die schröpfen, denen dann eine andere Larve geben. Eine was? Eine andere Larve geben, also eine andere Möglichkeit, aus einem anderen Volk, aus einem lieben Volk nachzuziehen. Ah, okay, ja gut, sinnig, ja. Aber das Foto, was ihr da habt mit den Schwarmzellen unten dran, das ist ja gigantisch. Also das habe ich noch nie gehabt. Ich glaube, das kommt selten vor, dass ich irgendwelche Schwarmzellen unten am Rand habe. Bei mir sitzen die immer mitten drauf. Aber gut, danke für die Antwort. Gerne, kein Problem. Ich suche gerade nochmal das Bild hier. Aber Dirk, sag ruhig schon mal die nächste Frage. Ja genau, Frank hat eine Frage gehabt zu den Betriebsweisen mit Schwärmen. Die kann er vielleicht selber stellen. Ja, hallo, hier ist der Frank. Und zwar, ich bin verwundert, dass es doch viele Betriebsweisen gibt, welche das Schwärmen berücksichtigen. Euer Betriebsweise nicht, klar. Aber was ist dann der Vorteil von den Betriebsweisen, die das Schwärmen von Bienen berücksichtigen? Oh, da sind wir vielleicht nicht die Experten für. Ja, ich kann mir denken, was die Leute sich denken, wenn die das machen. Also es ist ja irgendwo natürlicher. Es ist der natürliche Weg der Fortpflanzung der Bienen. Aber wir haben uns ganz klar, oder auch die ganze Hohenheimer Betriebsweise hat sich ganz klar dagegen entschieden, weil es eben so ist, dass die Völker in der Natur eingehen und nicht überleben können. Und es ist auch nicht wirtschaftlich, also ein abgeschwärmtes Volk bringt kaum noch Honig. Ja, wobei wenn man jetzt Bienen oder die Bienenkönigin die Flügel stutzen würde, um sie vom Weidenschwärmen abzuhalten, wäre das dann sinnvoll? Das verhindert dir natürlich nur, oder das gibt dir nur ein paar Tage mehr Zeit. Weil wenn du jetzt der Königin den Flügel stutzt und keine Schwarmkontrolle machst, dann gerät das Volk ja möglicherweise trotzdem in Schwarmlust. Sobald die erste Schwarmzelle verdeckelt ist, hauen die trotzdem ab, aber merken halt, wenn sie sich im Baum sammeln wollen, ups, wo ist denn die Königin? Dann kommen alle Bienen wieder zurück ins Volk rein. Es sind aber ja immer noch diese verdeckelten Schwarmzellen da. Und dann, 8 Tage später, wenn die ersten Königinnen schlüpfen, dann hast du einen sogenannten Singer-Vorschwarm, der nämlich mit unbegatteten Königinnen rausgeht. Und der ist typischerweise sehr, sehr groß und hängt sich sehr, sehr weit oben auf. Also den wirst du dann nur mit sehr großer Mühe einfangen können. Oh, interessant, danke. Also von daher, den Flügel bei der Königin zu schneiden, gibt dir im Endeffekt nur ein paar Tage mehr Zeit für die Schwarmkontrolle. Wir machen die Schwarmkontrolle, jetzt fällt mir das auf, dass ich das gar nicht da drin hatte, alle 7 Tage. Weil wir haben es da hinten an der Tafel stehen, 3, 5, 8 und die Königin ist gemacht. Das heißt, der Schwarm geht ja raus, sobald die erste Schwarmzelle verdeckelt ist. Und wann kann eine Schwarmzelle verdeckelt sein? 3 Tage ist die Königin ein Ei und dann ist sie noch 5 Tage eine Larve. Das heißt, ich muss einen Tag vorher kommen und das sind dann eben diese 7 Tage. Also machen wir alle 7 Tage die Kontrolle
und brechen dann auch die Zellen bei den Völkern, die schwarmlustig sind. Wobei wir Leuten, die keine Eier erkennen können, empfehlen, alle 4 Tage zu gucken, weil dann hat man nämlich eine Made in der Zelle und die erkennt man auf jeden Fall, weil da ja auch dieses Chili Royale drin ist. Genau, das sieht dann so aus, wenn man Schwierigkeiten hat, Eier zu erkennen, ja, was überhaupt nicht schlimm ist. Ja. Es vereinfacht einem das Leben, wenn man Eier erkennen kann, aber wenn man sie nicht erkennen kann, einfach alle 4 Tage kommen und dann sieht man typischerweise hier diese weiß gefüllten Näpfchen und dann weiß man auch, okay, Volk ist schwarmlustig. Ja, und ich glaube, das Eier erkennen kann man auch üben. Man kann sich eine Taschenlampe nehmen, eine Lupe und man kann den Wachs so ein bisschen, ja, die Zellen öffnen und dann da reingucken, dann sieht man die Eier. Gut, in dem Zusammenhang habe ich selber auch nochmal eine Frage. Diese 3-5-8 heißt ja, dass man hat 5 Tage lang die Made. Theoretisch können ja die Bienen auch eine 3 Tage altes Ei, was jetzt schon hier in einer anderen Zelle liegt, jetzt zu einer Königinzelle ausbauen, wenn man jetzt hier die ganzen weißen Näpfe zugemacht hat. Ist das schon mal vorgekommen? Ich hatte jetzt nämlich mal das Gefühl gehabt, da bin ich genau 7 Tage später wiedergekommen und 10:30 und da ist mir genau der Schwarm dort abgegangen. Ich habe mir das dann genau angeguckt und da waren alles unverdeckelte Weißelzellen nebeneinander, bis auf eine, die schien ganz, ganz frisch verdeckelt zu sein. Und zwar alles in dem Bereich, wo vorher keine Weißelnäpfel mehr da waren, noch keine Spielnäpfel oder irgendwas. So, ist euch das schon mal passiert? Weil die Bienen könnten ja einfach ein Ei nehmen aus einer Zelle, die bisher noch nicht wie eine Schwarmzelle aussieht. Und dann würde das praktisch nach 6 Tagen verdeckelt sein. Ist sowas schon passiert? Also ich hatte das bei einem Volk, was extrem schwarmfreudig war. Es hatte also die Woche vorher dort Unmengen von Schwarmzellen ausgebrochen. Habe das aber ganz detailliert durchgeguckt und eben diese verdeckelte Zelle war ganz frisch verdeckelt. Also auch keine, wo man sagen kann, die hätte man jetzt übersehen, dann wäre der Schwarm wahrscheinlich schon 2 Tage, 3 Tage eher abgegangen. Deswegen habe ich überlegt, ob das bei stark schwarmfreudigen Völkern eventuell auch passieren kann, dass die einfach ein 3 Tage altes Ei nehmen und das rausziehen. Ja, also ich konnte das bisher noch nie beobachten. Wenn die Völker schwarmlustig sind, dann wird also immer aus Eiern, aus Zellen, die nach unten geöffnet sind, angezogen. Man kann das ganz gut, wenn man die Zelle dann zerstört, kann man sich das sehr gut angucken, ob das vorher eine Arbeiterinnenzelle war oder ob das sozusagen von Anfang an eine Königinnenzelle war. Ich habe hier versucht, mal so eine Wabe aufzuzeichnen. Wenn ich jetzt hier, ja, so eine Königinnenzelle, die ist immer nach unten, eine Schwarmzelle ist immer nach unten geöffnet. Ich habe da den Stift irgendwo drin stecken und dann wird die nach unten rausgebaut. Wenn die eine Nachschaffungszelle machen, dann habe ich ja hier ursprünglich die Zelle mit dem Ei drin. Und dann bauen die Bienen ja hier so einen Balkon an. Und das kann man beim Zerstören der Zelle gut sehen, ob die hier zu war oder ob die bis zur Mittelwand sozusagen runtergeht. Und wenn die bis zur Mittelwand runtergeht, die ist dann meistens voll gefüllt. Also hier ist dann alles voll mit Gelee Royal. Aber wenn die bis zur Mittelwand runtergeht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die eben sich entschieden haben, eine 1-2-3-tägige Made zu einer Königin umzubauen. Und das habe ich zumindest im Schwarmtrieb noch nie feststellen können, dass die eine Made zu einer Schwarmzelle, also eine Arbeiterinnenbrut zu einer Schwarmzelle umgebaut haben, sondern es waren immer Zellen, die also wirklich von Anfang an so gebaut waren. Manchmal, ja, haben die Zellen hier oben drauf gebaut, ja, sodass hier eine Brutzelle geschlossen wurde. Aber auch dann ist hier wirklich mit Wachs das Ding zu. Wenn die aber eine Nachschaffungszelle machen, dann kann man wirklich hier so den Weg nachverfolgen bis zur Mittelwand runter. Also eine Schwarmzelle kann man im Prinzip abnehmen, ohne die zu zerstören und eine Nachschaffungszelle nicht. Ist das klar geworden mit der Zeichnung ungefähr, oder? Ja, es ist mir ungefähr klar geworden. Ich habe mir bloß eure Fotokarte angeguckt und das sind ja auch ganz normale Zellen nach unten gerichtet. Jetzt gerade, was ihr seht. Ja, genau, dort der Bereich zum Beispiel.
Und dort ist dann natürlich vielleicht im Nachhinein schwerer zu erkennen. Aber das Prinzip habe ich erstmal verstanden. Ich habe mich bloß gewundert. Ich habe das bisher auch noch nie erlebt und war jetzt aber bei dem hier wirklich ziemlich entsetzt, dass mir dann nach 7 Tagen direkt gerade entgegengeschwärmt kam, wo ich zur Kontrolle hinkam. Und da habe ich überlegt, wie konnte das jetzt passieren? Also mir passiert es auch schon, oder ne, also was mir auch schon passiert ist, ist, dass ich einfach Schwarmzellen übersehen habe, weil die vielleicht einfach noch sehr klein waren. Gerade auf einer Wabe, die das erste Mal ausgebaut wurde, ist mir das durchaus schon passiert, dass ich welche übersehen habe. Einfach beim Zellenbrechen habe ich nicht genau hingeguckt und dann war eben doch irgendwo an der Seite eine, ja, die einfach erst nur, die noch sehr klein war und dann habe ich die übersehen und ja, dann passiert sowas. Passiert uns natürlich auch jetzt noch häufiger. Chat noch eine Frage gestellt. Wie lange hält sich Oxalsäure, wenn die Oxalsäure mit Wasser angemischt ist? Hermann war, glaube ich, derjenige, der kein Mikrofon am Gerät hatte. Die Oxalsäure, wenn die mit Wasser angemischt ist, hält sich wahrscheinlich so 1, 2, 3 Monate, wenn man sie jetzt nicht gerade im heißen Auto unter der Windschutzscheibe lagert. Wenn man die angemischte Oxalsäure so, ja, ich sag mal, ne, halbwegs kühl, nicht direkte Sonneneinstrahlung lagert, dann hält die sich eine ganze Zeit. Also wir mischen jetzt nicht ständig neue Oxalsäure an, sondern ja, die wird einmal fertig gemacht und dann nutzen wir die über die Jungvölkerzeit. Genau, also einmal im Sommer und einmal im Winter machen wir das in der Regel. Ja, hier ist nochmal Katharina, das iPad. Ich habe doch nochmal eine Frage zu der Schwarmzelle, weil ihr ja jetzt sagtet, dass die ja grundsätzlich immer offen sind. Ich hatte jetzt, wie gesagt, bei mir in dem einen Volk mal direkt auf den Waben, also die Wabe war an sich leer, bis auf mehrere von diesen ja eigentlich für mich Nachschaffungszellen, die aber nach unten hin, wie gesagt, geöffnet waren. Und da war ich dann der Meinung, dadurch, dass die schon offen waren, dass daraus bereits eine Königin geschlüpft war. Deswegen war das dann für mich irgendwie auch nicht mehr weiter kritisch. Man kann das sehr gut erkennen, ob eine Königin aus so einer Zelle geschlüpft ist. Wenn die Königin geschlüpft ist, dann ist die Zelle so kreisrund unten aufgebissen. Also hier die Zellen, die sind einfach noch nicht fertig. Trotzdem sind die kreisrund auf. Aber wenn jetzt so eine Zelle fertig ist, haben wir eine hier, wahrscheinlich gerade nicht, ne? Dann kann man eigentlich sehr schön sehen, dass die so aufgefressen ist. Die ist dann so ein bisschen ausgefranst, also das kann man eigentlich ganz gut erkennen. Also das heißt, es gibt den Zeitpunkt eigentlich, die ist offen, dann ist das Ei drin. Also Eier kann ich grundsätzlich sehr, sehr schlecht erkennen. Ich gebe es zu. Dann ist der Zeitpunkt, da ist sie gefüllt mit Gelee Royal und dann ist die Königin eigentlich, das wäre ja wahrscheinlich noch das Einfachste, sobald die gefüllt ist. Und dann ist sie hinterher irgendwann wieder leer, weil die Königin geschlüpft ist und dann sieht sie eigentlich wieder so aus wie zu Beginn. Nee, die sieht schon sehr anders aus. Also die hat dann überhaupt nicht mehr diese, die sieht deutlich anders aus als diese Zelle. Also die Königin ist ja relativ groß und dadurch ist es sehr lang und vorne aber kreisrund offen. Also wenn sie kreisrund ist, dann heißt, dann hat sich die Königin da freigebissen, die Nachschlüpfende. Ja. Danke. Ja, mich interessiert einfach nur, wann sollte man frühestens, wann auf keinen Fall mehr teilen und behandeln? Und genauso mit dem Sammelbrotableger, wann sollte man spätestens keinen mehr machen? Teilen und behandeln auf jeden Fall erst nach der Honigernte und spätestens im August, meine ich. Also ich würde teilen und behandeln, genau, macht Sinn irgendwie nach der Honigernte. Frühestens würde ich jetzt mal so anpeilen, Sommersonnenwende. Ne? Also zum Ende der Schwarmzeit, Sommersonnenwende, dann hört die Schwarmzeit normalerweise auf, vielleicht noch eine Woche später. Das wäre so wirklich der früheste Zeitpunkt. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass wir im Juli meistens noch eine Honigernte machen können, sodass wir dann eigentlich frühestens irgendwie so August, Anfang August damit beginnen. Spätestens, ja, da muss man so ein bisschen gucken. Die Bienen brauchen ja einfach noch eine gewisse Zeit, um das Volk dann auch wieder aufzubauen. Insbesondere der Brutling hat dann ja eben nach 21 Tagen die Königin. Die muss dann noch rausfliegen, wieder zurückkommen, Eier legen, um eben das Volk wieder aufzubauen. Wenn man sicher gehen möchte oder wenn man zumindest die Möglichkeit haben möchte, dass der Brutling zu einem verwinterungsfähigen Volk wird, dann sollte man das irgendwo spätestens wann machen? Mitte Juli, Anfang August. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Also in einfachen Imkern steht es auf jeden Fall drin. Ideal macht man den Mitte Juli, Anfang August. Und wenn der überwinterungsfähig wird, werden soll, dann lieber Juli, also dann lieber Mitte Juli.
Und machen kann man den bis Ende August. Bis dahin kann dann noch begattet werden. Und dann war noch die Frage nach dem Sammelbrutableger. Sammelbrutableger machen wir teilweise auch bis zum Ende Juli teilweise. Wobei die Begattungsvölkchen dann nicht mehr überwinterungsstark werden. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn aus dem Sammelbrutableger überwinterungsfähige Völker werden sollen, auf jeden Fall vor der Sommersonnenwende machen und da entsprechend auch Bildungsstärken ein bisschen beachten. Das heißt, wenn man im Juni diese Begattungseinheiten rausbildet, brauchen die mehr Bienen als im Mai, um Überwinterungsstärke diese 5000 Bienen erreichen zu können. So, Frank, Frage beantwortet. Du hast ja, danke schön. Das war recht hilfreich. Nur noch eine kleine Hintergrundfrage oder eine Zusatzfrage. Wenn ich jetzt sagt, kleine Begattungsableger, Einwaben oder Sammelbrutableger mache. Ich habe letztes Jahr festgestellt, ab Mitte Juli, trotz Königin, wurden die von anderen Bienen ausgeräubert. Würde im Umkehrschluss für mich heißen, ich habe zu wenig Bienen reingemacht oder mit zu wenig Waben gebildet. Oder Flugloch. Ist das richtig? Genau, oder Flugloch zu groß oder du hast geplört mit Zuckerwasser oder Weizenstärke-Sirup. Wenn du was daneben schüttest, dann regt das auch die Räuberei an. Nein, also es war wohl eine stille Räuberei. Die Bienen hatten wohl eine Königin gebildet, hatten auch angefangen, ein Brutnest zu bilden. Allerdings von Anfang Juli bis Ende Juli wurden sie dann so transaliert, dass sie dann Ende Juli von den Wespen aufgeräumt wurden. Wird für mich heißen, vorher waren andere Bienen drin, haben sie aufgeräumt oder haben sie irritiert. Denn ich bin mir etwas unsicher, mit wie vielen Bienen ich Anfang Juli oder mit wie vielen Waben ich Anfang Juli einen Ableger oder einen Sammelbrutableger bilde, damit er stark genug wird, um sich gegen Räuberei zu wehren. Wir bilden auch sehr spät noch sehr kleine Begattungsvölker. Die haben normalerweise kein Problem, wenn man folgende Sachen beachtet. Flugloch klein halten. Das Flugloch muss wirklich sehr, sehr klein sein. Da darf nur eine Biene sozusagen durchpassen. Also irgendwie, ich nehme immer meinen kleinen Finger, aber ich habe auch große Hände. Ja, also wirklich das Flugloch sehr klein halten. Dann der zweite ganz wichtige Punkt ist, solange keine legende Königin da drin ist, nicht flüssig füttern, sondern wenn dann irgendwie mit einer Futterwabe oder so aus einem anderen Volk oder einer Honigwabe aus dem Brutraum, aus dem Honigraum oder so. Aber solange die Königin keine Eier legt, nicht zufüttern, ja, also auch nicht mit Futterteig oder so, sondern einfach, solange die Königin keine Eier legt, nicht füttern, sondern immer nur eine Futterwabe reinpacken. Wenn man dann eine begattete Königin drin hat, unbedingt darauf achten, nicht zu kleckern und auch zu achten, dass es irgendwo nicht noch ein zweites Flugloch gibt. Ja, manchmal sehe ich, dass die Deckel schlecht draufgelegt werden und dann ist da hinten auf einmal ein zweites Flugloch, wo die Räuber die ganze Zeit rein können. Und wenn man so die Punkte beachtet, haben wir zumindest auch mit sehr spät gebildeten, sehr kleinen Begattungseinheiten keine Probleme mit Wespen. Und auch Räuber oder so, ne, ist dann normalerweise kein Problem. Danke. Ich kann bloß aus dem, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, ich weiß nur, es wurde was falsch gemacht, ansonsten wären sie nicht ausgeräubert worden. Ja. Aber ich würde dieses Jahr darauf achten. Ja, danke. Genau, einfach mal darauf achten. Und eine letzte Frage hatte ich noch gehabt. Wenn ihr im Oktober den Austausch von Königinnen vornehmt, macht ihr das, weil ihr so viele kleine, schwache Völker habt, die ihr noch zusammenlegen könnt? Weil ich habe meistens das Problem, dass ich im Oktober aus Begattungseinheit, dass ich dort gar keine Königin mehr habe, weil das natürlich schon auf den Herbst zugeht. Das geht ja nur, wenn man dort quasi dann Völker zusammenlegt, dass man dann noch eine Königin einfach so rumstehen hat. Oder man hat natürlich in der Zucht die Mini Plus, das soll im Notfall auch über den Winter bringen, die haben natürlich auch noch welche. Aber bei ich habe dort um die Zeit meist gar keine Königin mehr übrig. Also dadurch, dass wir eben auch noch relativ spät immer noch mal so einen Sammelbrutableger zusammenschmeißen, haben wir da für unsere Bedürfnisse dann genug kleine Völker, wo wir eh schon wissen, dass die nicht überwinterungsstark werden. Und von denen nutzen wir dann eben die Königin, um die Wirtschaftsvölker mit jungen Königinnen auszustatten. Ja, wie gesagt, eher einfach mehr Jungvölker produzieren. Ja, braucht natürlich auch ein bisschen Material, aber wir nehmen es also da tatsächlich aus den Jungvölkern. Jetzt hätten die Teilnehmer noch die Gelegenheit, wenn jemand noch eine ganz, ganz dringende Frage hat, dann wäre jetzt noch die Chance. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr das alles so strukturiert und übersichtlich dargestellt habt und vorgestellt habt. Also ganz, ganz vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ich nutze mal gerade die Sekunde noch und weise nochmal auf zwei andere Angebote oder andere Online-Inhalte hin, wo man uns finden kann. Zum einen machen wir den Honigpott, wo wir ja so eine Art Monatsbetrachtung einfach im Podcast-Format machen. Kann man ja in der jeweiligen Podcast-App einfach gucken, da findet man das, oder eben unter honigpott.eu. Und zum anderen habe ich auch so ein paar Videos auf YouTube mal zusammengestellt. Da bin ich auch regelmäßig bei, immer wieder noch neue zu produzieren. Jetzt war ich schon wieder lange mit nichts Neuem dabei, aber auch da kann man sich gerne auch nochmal anschauen, was es da so gibt. Und zum anderen produzieren Laura und ich oder helfen bei der Produktion von den Videos von Pia Aumeier, live an Pias Bienenstand. Wer sich dafür interessiert, kann sich das da auch gerne anschauen.